Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von RimWorld. Wieder mit dabei, die beiden Berliner. Servus! Yeah! So, in der letzten Folge war wieder jede Menge los gewesen. Es gab jede Menge Mord und Totschlag. Es kam ein neues... Nein, es kamen sogar zwei neue Mitglieder, oder? Nein, nur eins. Silberfeld kam... Nee, eins. Silberfeld kam in der letzten Folge. Genau. Ja. Ach, seht ihr, das ist schon zu viel. Zu viel Neue. Zu viel Neues. Ich mag keine Veränderungen. Aber Silberfeld ist wenigstens ein Kämpfer. Genau. Er ist 79 und hat Rückenschmerzen. Genau. Und ist ein Kämpfer. Ja, und vielleicht stirbt er mit 80 an Altersschwäche. Naja, dann hatten wir ihn wenigstens ein Jahr lang. Genau, vielleicht kann er noch ein bisschen mithelfen, dann passt das. Ja, mit unseren blöden Kulturen, da müssen wir noch gucken. Ja, irgendwie, genau. Also die Pflanze ist aus während der Ruhephase der Pflanzen. Also so lange läuft da gar nichts mit dem. Okay. Aber ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also, falls einer von euch zufällig RimWorld spielt, kann er mir vielleicht einen Tipp geben. Och nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Sonneneruption, alle elektrischen Geräte fallen aus. Das heißt, dass natürlich auch wieder die Erdbeeren verrecken. Meine Fresse. Es ist der 13. Dezember. Also es dauert nicht mehr lange, dann haben wir wieder ein bisschen Strom. Wir müssen essen kochen, wir haben nicht mehr so viel zu essen. Ja, die sind da. Kari ist wieder am Kochen, du bist wieder am Forschen. Wir müssen aber auch Bäume fällen und Hütte bauen und all so ein Kram, ja? Ja, ich fange jetzt mit dem Holzhacken an. Ja, wird hier stressig, die Folge. Okay. So, ist die Wand Paul baut den Superstahl da ab, das ist gut, das kann er machen. Aha, Kari trinkt das Bier. Oh, Kari! Kari ist die Biertrinkerin. Ich glaube das ja nicht. Alter Spiel. Ja, Empty war ja auch gerade bei Kari, ne? Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. So, Silberfeld. Ja, gut, trotz Rückenschmerzen baut er auch Bäume ab. So, wo sollen wir denn die Hütte bauen? Wo wollt ihr die Hütte gebaut haben? Da oben rechts. Weil die brauchen ja auch eine Heizung. Auch weiter unten. Weiter runter. Also schon zwischen den zwei Häusern sozusagen da ein bisschen also weiter runter. Ja. Genau da. Ja, genau. Welche zwei Häuser? Das da sind nur die Überreste von einem Haus. Ja, ja, das ehemals Haus. So. Der schon lang, lang vergessen. Wie lang? Wie breit? 10. 10x10. So. Ja. Wohin? Tür unten war genau. Nee, unten. Ja. Gut. Und dann gleich auch den Weg verbinden sozusagen. Naja, erstmal Boden und Dach und. Genau. Fußboden. Das Bett kannst du dann erst verschieben, ne? Kannst du jetzt auch schon verschieben. Achso. Ja, aber wenn die nicht fertig werden bis zur Nacht, ist auch doof. Ja, es ist jetzt. Oh, 15 Uhr, okay. Warten wir vielleicht doch noch ein bisschen mit dem Bett. Ja, nicht, dass im hellen Schlafen. Nee, im Freien. Ja, gut, dann also haben sie einen mindestens 20 Sterne Schlafplatz. Hä? Oh, guck mal, der Schnee geht weg, ne? Oder? Es kann jetzt an der Sonne liegen. Naja, er ist noch da, das liegt jetzt nur, weil die Sonne untergeht. Ah, okay. Gut, 5 Grad. Es kann sein, dass er jetzt anfängt zu schmelzen. Ach so. So, also am nächsten Tag werden die da mit der Hütte fertig, denke ich. Maggie ist noch am Forschen. Sehr gut. Max, also den schicke ich mal zum Erholen nochmal da rein, okay? Ja, ist ganz wichtig, ist wichtig. Wir müssen auch mal sauber machen. Unser Lager sieht aus wie die Hölle. Verrücktes Tier, das gibt's doch nicht. Oh. Ein Alpaka. Ein fleischfressendes Alpaka. So, das sieht man auch. Selbst der härteste Vegetarier, wenn er Hunger kriegt, steigt auch das Verlangen nach Fleisch. Na dann. Maggie und Dimitri ruft da. Silberfeld. Ich habe nur einmal Dimitri gesagt und merke mir das eher, ne? Als Silberfeld. Als Silberfeld. Ist der Fleischdrusse? Ich hab keinen Nein. Nein. Also wir gehen jetzt mal davon aus. Der heißt Florian, bist du Russe? Kommt drauf an, wie viel Bier ich hatte. Okay. Ist vielleicht bei ihm auch so. Doch. Und töten. Jawohl, die Maggie hat gleich einen Treffer gelandet. Okay. Nahkampf.
Gott. Gleich verarbeiten, gleich mitnehmen. Genau, ich muss mal ins Krankenhaus. Also, was hat die gute Maggie denn? Ach, sie hat nur gegen das linke Schienbein getreten bekommen. Ja, aua. Mein Gott. Schienbein ist schmerzhaft. Ja, das ist fast so, als ob einem das Bein abgeschossen wird, oder? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ich möchte bitte, dass Kari mich heilt. Kari. Auf Sonderwünsche natürlich bitte? Eingegangen. Weil Kari die besten medizinischen Dingsbums hat. Na klar. Doch. Du hast nur Angst, dass du stirbst. Ja. So, dann kann die Kari jetzt auch gerade mal ein bisschen sauber machen. Genau. Da oben lag noch was. Ah ja, Kari. Kari, hörst du das dann? Heilt man sie schon, dann hilft mir ja schon und trotzdem wird gemerkt, ach, da ist ja noch was. Guck mal, da ist auch noch was, Maggie. Ja, so ein Dreck. So. Kari also, hatte Dreck. Die Kari schicke ich nicht mehr zu dir, da wird nur gemausert. Ich schicke jetzt ihren Paul zu dir. Okay. Wird mit einem Bayern besser läuft, ich weiß ja so, nicht. So, ich bin wieder kerngesund, ist schon mal gut. Der Alpaka muss mal verarbeitet werden, ne? Das Alpaka. Ja, das könnte... Das Vieh. Das Vieh, ich wollte gerade sagen. So, Kari, einmal bitte den Alpaka schlachten. Ich frage mich, wie oft man in Österreich dazu kommt, einen Alpaka zu schlachten. Na, vor allem die Kari ist so tierlieb, ne? Das macht ihr bestimmt jetzt gerade keinen Spaß. Ja. Wir werden es beide an den Kanälen merken, wenn wir ein D-Abo kriegen. Okay. Genau. Wir sind gespannt. Kari, wir haben dich lieb. So, jetzt können wir die Bettchen da reinstellen, ne? Wir müssen Kari dann noch Bescheid geben, weil dass sie drin das ist. Das macht Flo. Wir ja, machen bei. Die wird nämlich, genau. Je nachdem, wie diese Folge endet, auch noch einen Auftritt hier haben. Genau. Ja. Wir können das am Donnerstag beim Livestream, können wir das vielleicht über Fat Games sagen, wenn er dabei ist. Ja, ich schreibe ihn nochmal so an bei Facebook. Genau. Was wäre denn, wenn man die Betten von Flo, von Silberfeld und Kari jetzt zusammenstellt? Paaren die sich dann vielleicht irgendwann? Keine Ahnung. Wollt ihr jetzt noch irgendwelche Versuche hier machen oder? Nee, wir wollen erstmal nur die Betten umstellen. Naja, aber. Naja, gut, der ist neun. Also Silberfeld ist jetzt 79. Ich weiß nicht, ob das so Kari in den Kram passt. Denkt dran, alles, was ihr jetzt macht, ich muss Kari natürlich auch drüber aufklären, was alles geschehen ist. Vielleicht wird sie ja die Operation befehlen, dachte er schon so Nein, lange verlangt. Nein, wir werden mit Kari nochmal in Einzelgespräche gehen und hoffen, dass es besser funktioniert als mit dem Lautschmer. Genau. Ja gut, sie ist Österreicherin und naja, Österreicher sind es gewohnt zu führen. Wird besser klappen. Wird besser klappen. Aber auch zu heilen. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Wird Holz auch abgebaut? Holz ist momentan Holz einiges sechs. Da. Das reicht für Kleinigkeiten. Jetzt wird momentan hier mehr abgebaut. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Wie viel brauchen wir dafür noch? 50 von dem Stahl. Also normaler Stahl habt ihr, aber der Plastahl kommt jetzt erst. Der ist jetzt erst runtergekommen. Okay. Aber den Max würde ich jetzt lieber an die Statue schicken. Ja. Ja, ja, klar. Zu essen haben wir genug, ja? Naja, fünf Einheiten bisschen, war das. Reicht. Ihr habt da oben auch noch ein bisschen Fleisch. Ja, da kann man noch was draus kochen. Dann lass das mal kochen, ja. Nicht, dass das wieder jemand hier rohes Fleisch frisst. Oder Mensch. Also. Hat Max seine Statue schon fertig? Ja, gerade fertig bekommen. Möglichkeiten für ein verstecktes. Für einen versteckten Gegenstand. Ja, da müsste man sich aber wieder auf den Weg machen. Okay. Nee. Ach, nee. Achso, Max holt sich Material. Er holt wieder Stahl. Moment. Nein, genau, nein. Schön wegmachen. Aber. Stahl bringt mehr. Ja, aber wir brauchen Stahl für das Teil und für das große Ding da. Macht Max da. Ja, macht sauber. Was? Ja, ich bin auch überrascht. So, Stahl.
da alles weg. Genau. Aber dann ist das ja auch, Aber das Stahl ist eine Seitdiele. Ich bin ja eine faule Ratte. Ach guck mal, die Statue, die du hattest, hast du nochmal zu Stahl verarbeitet. Ah, okay. Sehr schön. Ja. Wie viel hat denn jetzt die letzte Figur? Wie viel bringt die denn? Ja, Moment. 365. Das ist okay. Dann sind wir ja schon bei 800. Sind wir ja locker bei über 1000. Ja, ja. Aber dann sind wir trotzdem über 1000. Was war ein Silber denn haben? Ja, wir haben ja jetzt schon 768. Ist mal gut. Aber das mit dem Essen wird mir ein bisschen zu knapp. Ja, Essen ist ein bisschen knapp. Können wir nochmal nach Tierchen gucken gehen? Moment. Maggie, du und ich, wir sind Rivalen. Ja, aber Flo, das wissen wir doch eigentlich ja schon. Wir kämpfen beide um die Zuneigung von Max. Was? Ja. Willst du mir was sagen? Wir sind verheiratet in der Folge. Flo möchte Sex mit mir. Ja, nicht nur ich, Max, hallo? Das weißt du doch. Wir sind verheiratet. So. Dann müssen wir uns mal unterm Tisch treffen, Flo. Nicht im, sag mal, nicht im hallo, Wald. Ich sitze nebenan. Nee, im Wald wartet mit Empty. Paul, wieso hast du und ich ein Problem? Wieso beleidigen wir uns und verachten... Achso, ja, wir spielen Mario Kart, ja. Okay, macht Sinn. So, ah, Kari und ich können uns gut leiden. Max und Silberfeld und Maggie kann Kari nicht so leiden. Wenn ist der Winter, Kari, ist der Winter schon vorbei? Na, ist der letzte Tag des Winters. Und Silberfeld kann alle leiden. Besonders aber den Paul. Ach, schau mal an, kennen die sich, ja? Weil wir müssen dann kicken mit dem Feld, das wir denn anbauen, wa? Ja, das ist der letzte mit Tag. Mit dem Feld und jetzt müssen wir erstmal... Im Frühling ist das Problem ist die Temperatur. Es ist weniger das Anbauen, es ist mehr die Temperatur. Aber ich würde, ja, wenn ihr einverstanden seid, den Silberfeld mal auf die Jagd schicken. Ja, ja, auf jeden Fall, bitte. Oh, Überfall. Was? Oh, verdammt, habe ich gerade gar nicht gesehen. Und wieder die Indianer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, das wird interessant. Was denn? Haben die Gewehr? Ein Maschinengewehr und Granaten. Kacke. Oh, Kacke. Das wird, wie wir entsterben. Das wird sowas von interessant. Okay, Maggie, dann zeig mal, was du kannst. Nein. Und Silberfeld, Silberfeld. Du dahin. Max, komm mal auch du da hoch, dann schauen wir doch mal. Es sind nur zwei, das ist das Gute. Das Maschinengewehr hat keine große Reichweite. Oh, die haben schon ein Loch eingesprengt. Das geht ja schon gut los. Ach du Kack, die Wand an. Ja gut, das ist eine Holzwand. Das ist eine Splittergranate. Und? Das ist, ja. Oh Mann, oh, oh. Kacke. Oh, oh. So, Silberfeld. Der kommt von da oben. Komm, töte ihn. Max, ich würde dich mal in die, dort zwischen die Häuser. Ja, schön in Sicherheit. Ja, gut, da muss ich annähern und der hüpft halt. Und einer, der mit dem Granatwerfer, mit Granaten rumläuft. Wow. Hilfe! Oh, alles daneben. Komm. Eieiei. Hilfe! Ja, gut. Nicht ist verwundet. Ja, und jetzt runter und jetzt zu dem runter. Anderen. So, Moment, erstmal. Zu dem anderen. Max, wo ist der Max? Kari. Ach, er haut ab, gut. Paul da schon wieder rum? Erschießen, erschießen, erschießen. Ja. So, Moment, schnell lauft dort hoch. Schneidet ihm den Fluchtweg wieder ab. Hoch. Genau. Oh, da will er raus. Nein, Max, vergiss es. Doch. Erschießen. Doch, verdammt, der rennt da jetzt durch die Tür. Nein, er schlägt sich da durch. Gut. Erschießen. Ja, und dann Silberfeld soll sich annähern. Der hat nicht so eine hohe Reichweite. Saudi. Würde abhauen, die Drecksmus. Nein. Oh. Der Kerl wirft mit Granaten um sich, während er selbst da dran ist. Ja, besser ist so. Ja, der hat Angst, der hat Panik. Kommt, macht ihn platt. Krieg! Erschießen! Ja, er. Nicht abhauen, erschießen! Ich muss ja hinterher. Schießen! Puh! Ach. Schade. Ja, der stirbt auch nicht, der ist nicht schwer genug verwundet. Kack die Wand an. Ja. Egal. Boah, wir haben verteidigt. Du hast gerade ja nichts. Der Max darf dem Typ da den Gnadenschuss geben. Ah, der Händlerin.
Die hat ein Holzbein. Das kannst du vielleicht gebrauchen. Ja, ja. Nimm ihm das ab. Holzbein abnehmen. So, die verblutet, glaube ich, bis Max da ist. Ah ja, ist verblutet. Kann ich das Holzbein abnehmen? Gerade. Die müssen wir doch irgendwie auseinandernehmen. Na, funktioniert leider nicht. Oh, Kacke. Naja, dann wird's verbuttelt. So, erstmal die Tür reparieren und da oben das Loch gestopft. Genau. Und verbutteln. Kari und Silberfeld sind kurz vorm Zusammenbruch. Mein Gott, was haben die denn jetzt schon wieder? Die sind aber wohl sensibel. Kari, dann schauen wir doch mal, was hat die denn? Aber da ist hat ein Herz bei, wie sie bei... Gegessen, ha? Da war ein Herz bei und wie wurde mit Flo... Moment, das gucken wir uns gerade an. Starke Schmerzen, der hat Schmerzen, deswegen geht's dem nicht gut. Aber da war, da ist ein Herz, wurde von Flo umworben. Hat Annäherungsversuch ignoriert. Kari, warum? Also, guck dir mal an, was hier in der Kolonie rumläuft. Was Besseres gibt's nicht. Ja, sie steht auf dem 79-jährigen Silberfeld. Ich hab's gesagt. Wir müssen bei Kari und Silberfeld müssen wir eine Heizung einbauen. Die brauchen auch einen Tisch oder sowas, wa? Ja, die brauchen ein bisschen was. So. Also. Brauchen wir schon mal einen Tisch noch und eine Heizung. Heizkörper. Und so. Moment. Ein Tisch, was für einen? Der 2x2, der 2x4 oder der 3x3? Ja, nee. Den kleinen reicht, der kleine reicht schon. Genau. Ja. Oh, man, übertreiben hier. Aber was, wenn noch zwei dazukommen? Wo soll der Tisch hin? Naja, wenn nicht, dann mach mal wirklich den großen. Falls noch mehr dazu kommen. Wir sterben regelmäßig Kolonisten. Ich glaube nicht, dass wir da mal ein Platzproblem haben. Okay. Dann Tisch da hinten, ja, Mitte passt. Zusammenbruch, Verwirrung. Kari ist durchgedreht und läuft jetzt einfach rum. Okay. Naja, die kuckelt ja nicht. Hunger. Siehst du, wir müssen nämlich Tiere jagen. Ich werde ständig ignoriert wegen euren scheiß Wänden. Wir hatten doch gesagt, dass er jagen gehen soll, wa? Ja, da kam der Angriff. Ja. Genau, deswegen Silberfeld soll jetzt jagen gehen. Den schicke ich jetzt auf die Jagd. Ich brauche nur irgendwo ein Tier. Da ist ein Fuchs. Da, Fuchs. Das sind 7 Grad. Können wir jetzt schon Feld anbauen? Wenn, dann fange ich damit an. Nee, geht noch nicht. Oh Gott. Geht noch nicht. So, die Kabel wie viel Grad läuft aber erst erstes nicht, Mal rum. Na gut, es ist ja immer noch Winter, deswegen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja, wahrscheinlich. Was machst du? Ja. Ups. Nein! Oh, der Rotfuchs rächt sich. Das ist egal, solange er nicht abhaut. Ja gut, oder das Silberfeld stirbt. Silberfeld stirbt. Na, der Fuchs ist tot. Siehste, bleib mitnehmen. Der hat nur ein paar Kratzer bekommen. Der soll den mitnehmen? Ja, der ist jetzt auf der Jagd. Also, okay, und jeder muss... Oben, war da nicht was? Nee, war nichts. War so ein komisches... Das hier meinst du, oder? Das ist so eine Lampe. Ja, okay. So. Und jener muss dann das Vieh einsammeln. Ach, guck mal, ich bin gerade am Holen. Aber ich schlag ihn auch gleich. So. Genau. Da muss den nur jemand kochen, weil sonst essen wir nämlich wieder rohe Nahrung. Na, rohe Nahrung ist besser als gar keine Nahrung. Ja, aber kochen wäre trotzdem nett. Ja, kochen wäre nett. Sonst kotzen wieder alle ins Lager. So ein Explosionsvieh? Ja, das ist kacke. Ja gut, je nachdem wie das stirbt, man kann es essen. Ah, okay. Soll ich sagen, weil wenn es explodiert, kann es auch zum Brand kommen. Ja, wir brauchen Essen. Wir müssen riskieren. Okay. Er kann ja von Weitem schießen. Wenn es angreift, dann muss er wegrennen. Was denn jetzt steht? Was? Was? Ich muss mir Vorwürfe hier anhören. Und was macht Maggie? Maggie, mit Max verheiratet, hat ein Verhältnis mit Paul. So. Sehr geil. So.
Während Max und ich und Hilda im selben Raum sind. Ich fasse es ja nicht. Von Verhältnis mit Paul. Oh Mann. Ich fasse es ja nicht. Tja, so ist das. War immer die verheirateten Frauen. Jetzt muss ich mal gucken. Du willst ja was mit Flo haben, das Teig mitgekriegt. Beginnt eine Liebesbeziehung mit Paul. So. Ja, Max. Krass. Max weiß davon noch gar nichts. Dann ist ja gut. Nö, weiß davon noch gar nichts. Es wird viel explodiert. Brennt die jetzt? Aber nicht, dass die verbrennt, die Ratte. Die Ratte macht mir weniger Gedanken. Ich mache mir um alles drumherum Gedanken. Nicht, dass hier Silberfeld brennt. Ah, Frühling hat angefangen. Jetzt kann es mit dem Anbauen losgehen. Ja, yeah, dann los, weil wir brauchen unbedingt Nahrung, ey. Ja, ich bin jetzt gerade noch die Kreatur am Holen. Naja, und wir müssen dann gucken, dass wir echt... Oh. Ich hab sie. Oh. Ja, sehr schön. Hat aber riskiert. Aber wir müssen definitiv gucken, für nächsten Winter, dass wir echt viel an Feldarbeit anbauen und ernten. Ja, aber es dauert immer so lange. Kann man da nicht irgendwas beschleunigen? Ja, eigentlich das hier. Naja, aber ich meine, für das Feld kann man da nicht irgendwie... Da müssen wir nur fähiger werden, ne? So, mal gucken. Wir müssen doch eigentlich Material haben. Ja, wir können kochen. So, Flo, dann koch du mal noch. Max besucht den Wieder 2.0. Gut. Und wir sollen gleich, wir müssten mal gleich anbauen. Und anbauen und ja. Ja, das mache ich direkt nach dem Kochen. Fange ich an mit dem Anbauen. Ja. Weil wir brauchen ja hier nicht so eine Kack hier, was ist das hier, Drogen oder so eine Scheiße? Was? Nee, wir haben ja Drogen genug. Können wir nicht komplett alle Felder mit, mit was schnell geht? Was Kartoffeln oder irgendwas, was nahrungsmäßig? Ja, Kartoffeln und Reis. Es ist zu kalt noch, es ist -7. Mann! Boah, leck. Dann jagen gehen. Am Arsch. So, Reis. Reis ist schnell fertig, dann würde ich das meiste machen. Ja. Ja. Und den überall. Wir müssen noch jagen gehen. Ja, mache ich sofort. So. Silberfeld ist verletzt. Ich würde jetzt den Maggie wegschicken. Ja. Ja. Und Kari muss Silberfeld. Kari läuft einfach rum, ist verwirrt. Ach, immer noch? Ja. Ja. Dann muss jemand anders Silberfeld heilen. Das macht der Paul schon. Ah, okay. So, dann gucken wir doch mal. Wo läuft denn irgendwas rum? Ja, da oben. Da und oben. Da ist noch ein totes Eichhörnchen. Oh. Das kann man auch gerade noch holen. Wenn es nicht vergammelt ist. Nee, das wurde gerade erst getötet. Ich bin vom Fuchs, war was. Fehlt zwar ein bisschen was, aber das ist Fleisch. Okay. Ist egal. Oh, okay, es sind eigentlich nur noch die... Es ist nur noch der Körper da, es sind keine Pfoten oder sonst mehr was da. Okay. Oder der Kopf. Der Körper hat ja nicht mehr. Egal, so ein schönes Rückenstück vom Eichhörnchen. So. Super. So. Und wieder ein Bein abgeschossen. Warum sollte man was an einem funktionierenden System was ändern? Genau, no, Hauptsache wir können das Bein noch essen. Oh. Da unten ist einer. Oh nee, da sind so eine Viecher. Ja, aber da unten ist auch ein Fuchs. Aber, ja. Aber ich kann möchte man, nicht von so einem Viech. Wieso kann man so ein Tier nicht töten? Störung im Holzfeuergenerator. Ja, das muss man reparieren. Kann der Paul das machen? Ach, da fehlen die Bauteile. Oh, wow, wow. Oh. Ach, das wird ja immer besser, ja. Das müssten wir erst erforschen, wartet an. Ja. Das ist das Problem. Es ist alles da bis aufs Gold. Ja, jetzt ist das. Max baut Stahl. Wir müssen jetzt erstmal jagen. Den Max schicke ich gerade mal zum Gold abbauen. Vielleicht reicht es ja, aus. Okay, genau. So, sollen wir auf die Viecher da schießen? Nein! Wieso, was ist denn? Kann man so ein Vieh nicht töten? Sowas hat wieder getötet. Es war eine Herde von den Viechern. Und die wollten Fleisch. Das haben. Ist auch eine Herde. Ja, die wollen aber kein Menschenfleisch. Aber wenn ich die anfalle vielleicht.
Wenn ich die anfalle, ist auch schlimm. Ja, wenn du Hunger hast. Machen wir es spannend. Entweder der Fuchs oder ein anderes Tier, wa? Ups. Ja, noch der Fuchs nimmt's gut hin. Du hast ihm nur das Ohr abgeschossen. Er nimmt das eigentlich ganz cool. Ich wäre immer schön, wenn er mal sterben würde, langsam. Wie lange dauert denn das bei so einem großen Vieh denn? Ja, bestimmt Jahre. Dauert länger, aber Mann. Ja, kommt halt darauf an, ob es dich angreift. Ja, ja. Ja, ist tot. Mausetot. So, nächste Tier. So. Da ist ein Hase. Ja. Da ist auch noch ein Hase. Ja, das ist ja der Hase. Achso, der ist ja. Das ist der Hase. Genau. Jetzt im Frühling kommt immer mehr zurück. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Siehst du, genau, muss hungern. Doch, noch schon. Ja? Naja, ja, wir haben ja noch gar nichts an Essen. Wir müssen das Essen kochen und all sowas. Du wieder ab, du sollst doch die Goldader. Schlachte die Kreaturen. Paul soll das auch machen. Ja gut, das ist nur ein Hase, der... Ah, der ist so, der Hase ist tot. Ah, da hat er einen lecker Truthahn. Da! Ach, Strauß. Warum sage ich denn dazu mal Truthahn? Hier bleiben. Ja, fein. Gut. Ja, tot. Und ein Eichhörnchen. Yes. Ja. Naja, das ist so weit am Rand, aber... Ja, egal, kannst du noch kriegen. Genau. Oh, du bist im Fernkampf wieder ein Level aufgestiegen. Ja, ich muss ja hier auch Kolonie versorgen. Ja, schon. Sehr schön. Boah, alle Viecher. Ja. Damit wir schön fressen haben. Und kochen und verarbeiten. Genau. Weil gekocht ist nach wie vor nichts. Ich hab das voll im Blick. Ach ja, tatsächlich. Ja. Lass die Wand in Ruhe, Flo. Ich habe gerade tatsächlich was abgesucht, ob ich irgendwo was finde, wo sich was bewegt. Ein Eichhörnchen oder eine Ratte. Da, eine Ratte. Ja, ja. Na denn. Und? So, da ist die Ratte. Max, der baut schon wieder das, den blöden Stahl da oben ab. Paul, du sollst... Nein, was? Paul, das da. Goldader. So, wo war die Ratte? Ich will wissen, ob da noch mehr Gold ist. Möchte, dass jemand kocht? Hat Kari sich mal eingekriegt? Nein, die ist immer noch verwirrt. Ja, die kriegt sich bestimmt erst ein, wenn was zu essen da ist. So, beschießen. In dem Raum da unten sind Kinderbauteile, wa? Ja, Kari geht verwirrt spazieren. Ja, dann musst du mal Flo kochen. Ja, ich sammel die Kreaturen schon ein. Oh. Was ist denn links unten in dem Raum? Moment. So, ich würde sagen, fleischmäßig sind wir erstmal ausgestattet. Dann gehe ich jetzt kochen. Ja, links. So, links unten. Runter, lass ihn runter, jetzt. Runter. Der soll jetzt erstmal ihm Kochenbefehl geben. Da, rechts. Rechts. In dem Raum da ist links das eine Bauteile, nein, das wa? Das ist Schiefer. Oh, okay. Tut mir leid. So, Maggie. Ja, Essen verarbeiten. Kochen. Was ist mit dem Feld, mit dem Reis? Da macht doch schon jemand. Ach nee, Kari geht im Feld spazieren. Geht noch nicht, ist zu... Oh. Nee, 6 Grad, wieso geht's noch nicht? Ach, da steht Anbauzone. 1. April, 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 April. Ach gut, das Gute ist, Kari läuft nicht mehr rum. Ja, Kari schläft. Nein, sie ist ohnmächtig. Oh. Geil. Ist ja fast dasselbe. Kann man die heilen? Irgendjemand müsste sie mal wegtragen. Kann irgendjemand sie tragen? Oh. Was liegt denn die da im Feld? Ich weiß nicht. Scheint aber gemütlich zu sein. Ne. Kann sie keiner tragen. Forschung abgeschlossen. Schmelzverfahren. So, jetzt kann man auch Metall aus den ganzen Schlackstoffen, die dort rumliegen, bauen. So, was sollen wir als nächstes erforschen? Na, das, was wir machen wollten, wir wollten auch da irgendwas... Kann jetzt mal jemand kochen? Ja, ich versuch's gerade, aber irgendwie keine Materialien. Da, es ist gekocht worden. Was? Da steht keine Materialien, frag mich nicht warum.
Bro, wo hast denn du das Viehzeug hingetan? Die wurden alle gegessen. Was? Ja, wir haben noch Hunger. Ja, dann ist das rohe Fleisch, ist mir jetzt egal. Irgendwie was anderes wollen die nicht essen. Ich weiß nicht, warum der Befehl ging gerade nicht. Guck mal, jetzt versuch mal zu kochen. Jetzt geht's. Für eine Mahlzeit reicht's, glaube ich. Naja, der Rest wurde alles schon aufgegessen, weil die Hunger haben. Flo hat noch nicht alles eingesammelt. Da, Mackie kommt schon mit dem Fuchs angelaufen. Wurde Truthahn auch schon eingesammelt und so? Ich weiß nicht, was da liegt ja schon ein bisschen was rum. Ja, du musst dir erstmal eingesammelt werden. Rotfuchs, Eichhörnchen, Ratten. Nee, also der Truthahn und was war das andere? Der Strauß, der wurde noch nicht. Ja, okay, kann sie gleich kochen hier. Eine Mahlzeit haben wir. Nicht, keine Materialien. Kein Material, nicht genug. Die sollen jetzt erstmal schlafen, bevor sie noch umfallen. Was wollt ihr denn noch erforschen? Was wollten wir denn, um da oben diese Schiffsteile zu machen? Ja gut, da fehlt euch immer noch diese Erweiterung. Was ist denn jetzt sinnvoll zu erforschen? Wie wär's mit Dörrfleisch? Ja, vielleicht, damit wir mal für den Winter was vorrätig haben. Genau, ne? Das hält nämlich auch. Ja, aber dazu braucht man aber auch erstmal Fleisch. Ja, wir müssen viel mehr jagen gehen. Das reicht nicht. Was ist denn hier mit Silberfeld? Der ist immer noch verwundet. Ja gut, er ist halt alt, der erholt sich nicht mehr so gut von Verletzungen. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal schlafen lassen und dann geht die Jagd weiter. Genau. Und wir müssen gucken, ob alle Tiere eingesammelt worden sind. Und Kari ist immer noch bewusstlos, wa? Ja. Geil. Ach, Silberfeld hat sich vollständig erholt, sehr gut. Gut, der kann dann gleich mal, wenn er fertig ist, mit schlafen. Achso. Der isst jetzt erstmal was. Ja, die Kari kann keiner tragen, es tut mir leid. Ich auch nicht? Nein, gar keiner. Wacht die von alleine wieder auf? Hoff's. Sie schläft ja eigentlich. Sie ist nur zusammengebrochen. Weil sie erschöpft ist. Jetzt hat sie halt Hunger. Und ich denke, wenn sie wieder wach wird. Ja, das Silberfeld ist jetzt am Kochen. Okay. Max und der Truthahn und also war auch schon alles. Mackie schlachtet Kreaturen und Max baut da oben diesen scheiß Stahl ab. Entschuldigung, was? Ich habe dich nicht verstanden. Was ist mit dem Gold? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, die fangen an, dann gehen sie einfach weg. Ich schick dich jetzt nochmal hin. Okay. Na, jetzt fängt er schon wieder. Essen und Tier. Essen. Boah. Essen. Ja, ihr habt jetzt momentan... Ihr habt ein bisschen was. Ich möchte essen haben, weil Maggie ich kann noch nicht möchte Reis töten. Ja, aber noch keinen Reis machen können. So, baut Goldader ab. Noch klappt's. Jetzt fängt er wieder mit Stahl an. So. Flo? Ja. Flo? Ja. Hallo? Oh Mann. Huhu. Ist der irgendwo raufgekommen? Flo, bist du irgendwo raufgekommen? Nein, bei mir ist alles... Wir nicht. Hallo. Das ist ein lustiges Bild. Das sieht aus, als ob Maggie mir mit der Faust droht. Oh, die beiden hören mich scheinbar gar nicht. Lass mich, dann ruft er an. Schön. Die beiden hören mich nicht. Ja, ich muss jetzt sagen, die Folge ist jetzt zu Ende. Schade. Aber... Mal sehen, ach geil, es reicht. Mal sehen, ob wir die beiden noch für eine Folge haben. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank. Ciao.